So, hallo und herzlich willkommen zurück beim dritten Part von Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem Hertha BSC Berlin. So, im letzten Part hatten wir ja eigentlich, muss ich jetzt sagen, das zweite Testspiel abgeschlossen. Jedoch ist mir ein kleiner Fehler beim Speichern untergekommen. Tut mir leid an dieser Stelle. Musste das Spiel von einem anderen Speicherstand aus neu simulieren. Und naja, das hat uns natürlich die Ronny-Verletzung erspart, die Mukta-Verletzung erspart, aber in dem Spiel hat sich wenigstens noch einer verletzt. Irgendwie blöd, das so zu sagen. Und zwar war das der gute Kraft. Der ist wegen einer Knie irgendwas Überdehnung jetzt 3 Wochen auf jeden Fall ausgefallen. So. Aber zum dritten Spiel sind wir jetzt wieder live dabei mit meiner gewohnten Aufstellung, die ich auch schon anwenden wollte beim letzten Part. So, dann mal los. Heimspiel gegen AS Monaco. Ich bin gespannt, wie sich unsere Männer schlagen werden. Ich habe sie von der Aufstellung her ungefähr so eingesetzt, wie ich sie dann gerne auch später hätte. Bei Ramos oder Wagner bin ich mir noch nicht ganz sicher, wen ich da reinschicken soll. Auch in der Verteidigung bin ich noch für Vorschläge offen. Natürlich Jahrstein im Tor, ja, er ist halt eine Alternative für Kraft, den können wir halt nicht einsetzen. Aber wir haben definitiv genügend Torwerte in unseren Reihen. So, AS Monaco. Kein einfacher Gegner. Den sollte man schon ernst nehmen. Aber wir haben natürlich den Heimvorteil, den darf man nicht unterschätzen. Und naja. Das Olympiastadion hat 70.000 Plätze und ich glaube nicht, dass aus Monaco noch irgendwer angereist ist in den Gäste-Fanblock. Wahrscheinlich werden es dann doch der eine oder andere sein, aber seht euch diese Kulisse an. Es ist einfach traumhaft, vor sowas spielen zu dürfen. 70.000, die uns bei unserem Spiel begeistert zujubeln, zusehen, unseren guten Mann da. Und naja, ich hoffe, ich werde die Fans nicht enttäuschen und ein Sieg ist definitiv drin. So, dann wollen wir doch mal das Spiel erfolgreich gestalten. Auf der linken Position habe ich übrigens jetzt Schulz reingetan, nicht Benatira. Schulz hat mir da einfach besser gefallen, auch in den letzten Partien, muss ich sagen. So, und jetzt kriegen wir mal den Ball oder spielen die wieder passiv sich immer den Ball zu, bis wir irgendwann das Nachsehen haben, weil die durchgekommen sind. Nein, Pekarik kann sich durchsetzen, aber Alagui nicht ganz beim Abpraller. So, jetzt müssen wir in der Mitte dicht halten. Falcao ist da eine ziemlich üble Zecke im Strafraum, die immer mal wieder gefährlich werden kann bei der einen oder anderen Aktion. Ich hasse diesen Stürmer, der macht da echt alle Dinger irgendwie rein. Das ist echt frustrierend. Gegen den kannst du nichts machen. So, jetzt Brooks rüber auf Pekarik. Der ist ein richtig guter Rechtsverteidiger. Hat schon richtig gute Aktionen gezeigt, aber der Pass war ja nun wirklich Müll, wenn ich das so sagen soll. So, und der Gegner fliegt daneben zu unserem Vorteil, denn wir haben jetzt den Ball. So, Schulz kann den Ball passen. Nein, oh Gott, was war das? Ja, sowas meine ich. Solche Fehlpässe. Wir brauchen Ballsicherheit, habe ich ja schon im ersten Spiel gesagt. Da hat es mir nun wirklich überhaupt nicht gefallen. Aber ich glaube, mit der Zeit wird das auch kommen. Dieses sich miteinander einspielen, den anderen kennenlernen. Die Phase ist dann auch irgendwann nach den Testspielen vorbei und dann müsste es auch rund laufen dann soweit. So, jetzt. Vielleicht kommen wir jetzt mal raus. War schon mal ein guter Ansatz auf Kluge. Der kann Alagui runterschicken. Alagui sieht in der Mitte Wagner. Der ist groß, aber wenn man so eine Flanke liefert, dann kann das nichts werden. Da kann auch der größte Wagner nicht seine Steinofenpizza braten. Nein, den Kopfball nicht erreichen. So, jetzt Chabot mit dem Abstoß. Vielleicht kriegen wir den ja direkt. Nee. Schade, schade. Jetzt sind wir ein bisschen vorgerückt, aber das ist nochmal gut gegangen. Jetzt Wagner. Wagner schickt niemanden auf rechts, da läuft einfach keiner mit und Wagner schießt den Ball einfach blind links auf seine rechte Flanke. Das ist wieder Ballsicherheit par excellence.
So, aber Wagner fängt den Ball ab. So, jetzt wird er meiner Meinung nach gefoult. Hatte ich jetzt auch so gesehen. Schön. Pfeift er das Ding doch ab. Auch noch vom gegnerischen Kapitän Toulalon. So. Jetzt Zigerzi. Kann er mal draufziehen? Nee. Naja, schade. Ich wollte ihn mal aus dem Halbfeld einfach mal aufs Tor jagen. Hat dann nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe, aber naja. Ein Versuch war es wert. So, und jetzt dieser Fehlpass. Das darf einfach nicht so oft passieren, solche Fehlpässe. Das sollte nicht zur Gewohnheit werden. So, Jahrstein erstmal mit dem Ding raus. Aber das ist zu weit raus. Nee, da kommt niemand hin, wirklich. Wenn man den so weit spielt, dann kann das nichts werden. So, vielleicht seht ihr es ja an eurem Bild. Es ist etwas, sagen wir mal, knackiger, kontrastreicher geworden. Aber auch ein bisschen dunkler. Das lag einfach in den Bildeinstellungen, die ich vorgenommen habe. Ich glaube, das Bild sieht so besser aus. Naja, könnte man ja Rückfrage geben, ob das wirklich so ist. Jedenfalls werde ich da vielleicht mal so ein bisschen rumprobieren, wo das Bild dann am besten aussieht. Wo der Rasen am grünsten ist. Nein, aber dass ihr auch die schönste Bildqualität habt. So, jetzt spielen sie hier da hinten rum. Kriegt der Ederson da noch? Oder nee, der Eschi-Quell irgendwas. Keine Ahnung. Jetzt Falcao in der Mitte. Das ist niemals gut, wenn der frei zum Kopfball kommen darf. In dem Fall durfte das nicht. So, Baumjohann schickt Kluge. Kluge kann gehen, muss aber stoppen. Nee, aber den Ball sollte er sich nicht so leicht abnehmen lassen. Das ist nicht gut, aber Baumjohann wird. Das war gut. Baumjohann schickt jetzt mal Schulz. Schulz hat einen guten Antritt. Der kann laufen, kann auch flanken. Die Flanke war ziemlich gut, aber Wagner war noch nicht in Position gelaufen. Das war schade, muss ich sagen. Sehr schade. Aber beim nächsten Mal vielleicht. So, jetzt Vandenberg kann er da verteidigen. Falcao. Falcao schickt wieder. Aber Vandenberg ist da. So, Vandenberg wieder weg, oder was? Ah, stoppt den Falcao da draußen. Das gibt's noch nicht. Der tanzt sich hier durch, als könnte er machen, was er wollte. So, jetzt der Außenstürmer will da rein. Die wollen hier rein, aber sie dürfen nicht. Jetzt Wagner schickt Schulz draußen. Wenn er jetzt gut den Ball behaupten kann, nein, natürlich nicht. Was bilde ich mir ein? Aus Monaco ist schon eine harte Nuss, muss ich sagen. Das wird nicht leicht. Jetzt aber Sigerzi vielleicht mal mit dem Schuss, aber Wagner kommt nicht ran. Schade, schade, war sogar noch ein Foul von ihm, aber der Vorteil wurde gepfiffen und Falcao ist einfach nicht vom Ball zu kriegen. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber, jetzt hat er einen Fehler gemacht. So, und jetzt kriegen wir nochmal Anschiss. Nee, er kriegt Anschiss, oder? Nee, doch ich. Okay, sah im ersten Moment so ein bisschen aus, als hätte der ihn. Ja, das. So darf man nicht reingehen. Dachte halt, Wagner kommt noch an den Ball und hab deswegen auf Schuss gedrückt. Und naja, das kommt dabei raus. So, jetzt Wagner auf Alagui. Alagui läuft mal außen rum, warum nicht? Alagui flankt rein. Und was jetzt? Das war eine Ecke, meiner Meinung nach. Ja. Schön, 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 schön. Haben wir eine Ecke für uns rausgeholt. Baumjohann will ich eigentlich auf der Seite nicht schießen haben. Ich will lieber, dass Schulz den schießt, damit Baumjohann da mal auch drin ein bisschen für Gefahr sorgen kann. Jetzt Schulz. Die Ecke war nicht gut. Die Ecke war nicht so gut. Baumjohann jetzt mal mit dem Wumms. Aber ne. Gegen Falcao hat er da wenig Chance. Und jetzt schön die Abwehr. Machen wir es erstmal ruhig. Über hinten. Jahrstein. Kann ihn nach vorne spielen. Wenn er jetzt noch ankommt, jawohl, schön. Jetzt Baumjohann wird da niedergestreckt. Ja, ist ein Foul. Hat der Schiedsrichter genauso gesehen. Und wir kriegen den verdienten Freistoß. Ja, also darf man da auch nicht hingehen. Das ist auch grob unsportlich. So, Pekarik schießt sie ganz gut, aber der
Pass. Dieser Kopfball, der war nun wirklich alles andere als gut. Ja, okay, das war so an der harten Grenze. Und ist natürlich ein taktisches Foul, wenn er es abpfeift, muss er auch mit Geld bestrafen. Und 4 Minuten werden nachgespielt. Das zeigt diese Hitze in dieser Partie, diesen Elan, diese Kampfbereitschaft auch von beiden Mannschaften. Das ist unglaublich, was hier wieder beide Mannschaften an den Tag legen. Aber ich muss ja sagen, so wirklich gute Chancen hatten wir ja noch nicht. Das ist ein bisschen schade, weil das Spiel wollte ich eigentlich dann doch gewinnen. So, Baumjohann gibt jetzt wieder raus. Kluge macht das klug. Alagui raus auf Pekarik. Pekarik kann laufen, flankt und... Schade. Ich glaube, ich gewöhne mir jetzt immer wieder dieselbe Taktik an. Irgendwie nach draußen spielen, um dann dort irgendwie die Lücke zu suchen. Vielleicht sollte ich das mal umstellen, ein bisschen mehr über innen spielen. Vielleicht führt das ja eher zum Erfolg. Und dann auch mal aus dem Halbfeld vielleicht den einen oder anderen Schuss da mal drauf, ja. So, zur Halbzeit. Bayern führt schon 2-0, Schalke mit 2-1. Und das dritte Ergebnis konnte ich jetzt so schnell nicht sehen. Ihr habt ja gesehen, deswegen kein Problem. So, zweite Halbzeit. Keine Auswechslungen will ich vornehmen. Die Mannschaft muss ich noch so ein bisschen finden jetzt in der zweiten Partie. Man muss noch das Konzept gegen den Gegner entwickeln. Deswegen keine Auswechslungen. Würden nichts bringen, meiner Meinung nach. So, und jetzt dachte ich schon, er hätte sich so ein bisschen festgefahren da, aber hat sich gut befreit, der Monaco-Spieler. Jetzt dachte ich auch schon, ja, wir hätten den Ball, aber wenn der Ball dann nicht zu uns abgefälscht wird, dann wird das auch nichts. Ja, schade. Aber ich glaube, im Mittelfeld haben wir bisher ganz gut jetzt das Ganze gemacht. Aber Wagner verliert den zu leicht. Das ist einfach nicht. Und jetzt hier wieder billig austanzen. Das ist unglaublich, wie was der Gegner alles mit uns machen darf. Baumjohann schießt den Ball sonst wohin. Das ist wirklich eine Trauerweide. So, Jahrstein schießt das Ding mal gezielt auf Wagner. Der ist groß, der kann den Ball auf Baumjohann bringen. Baumjohann schickt den Schulz rüber. Schulz kann flanken und Wagner! Der Ball hätte doch mal reingehen können. Meine Freunde, der war mal richtig frei im Strafraum. Vielleicht, wenn er den etwas mehr an den Pfosten bringt, dann hat der Torwart auf jeden Fall keine Chance, aber er stand auch ziemlich nah am Torwart, deswegen kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. So, der Gegner wechselt. Bringt Kondogbia für Obadi. Okay, soll mir recht sein. So, Baumjohann schießt jetzt mal die Ecke. Ausnahmsweise. Die kommt richtig gut, aber Schulz. Nee, Wagner war es. Okay. Wagner kann das nicht verwerten. Schade, schade. Vielleicht bringe ich dann auch mal den Ramos rein. Ich wollte mich ja auch entscheiden zwischen den beiden. Vielleicht wird ja Ramos was reißen. Mal sehen. Komm, das machen wir jetzt mal. Nehmen wir den Wagner hier raus. Nein, nicht dich. Wagner und schicken wir den Ramos dafür rein. Vielleicht bringt's ja was. Frischer Wind vorne im Sturm. Natürlich nicht so eine hohe Kopfballstärke dann mehr, aber vielleicht kann ja Ramos mit dem einen oder anderen guten Schuss da noch was reißen. Ich will es hoffen. So, und jetzt ein schlechter Freistoß, aber wir können kein Kapital rausschlagen. Wenn wir nichts draus machen, dann nutzt das Ganze auch nichts. So, Schulz. Schulz, wenn er jetzt Ramos gut anspielt. Jawohl, Ramos. Ramos, kann er durchlaufen? Vielleicht. Vielleicht, ja, Ramos. Ramos, wunderschön. Boah, das war ziemlich eng, aber was für ein Dribbling von Ramos. Dafür habe ich ihn auch reingeschickt. Wagner zum Beispiel wäre dafür viel zu langsam gewesen. Der wäre schon beim ersten Spieler da hängen geblieben. Insofern eine gute Entscheidung.
So, Schulz wieder auf Baumjohann, der kann den Ball aber nicht weiterleiten. Das ist wieder blöd und jetzt laufen wir die Gefahr, in den Konter zu laufen und Falcao kriegt den Ball. Aber wir haben noch gerade so die Situation wieder bereinigt. So, Schulz. Schulz verliert den Ball. Verliert den Ball in der wichtigen Aufbauposition. Das ist nicht gut. Aber wir erobern ihn wieder zurück. Und jetzt Ramos, wenn er ihn schickt. Jawohl. Aber er ist zu langsam bei der Ballannahme. Und jetzt schickt er Ramos. Aber, nee. Okay, da sind wir einfach zu kopfballschwach in der Mitte. Ohne Wagner fehlt da uns einer. Und jetzt Zigerzi, wenn er in die Mitte zieht vielleicht, aber das war nichts. Aber jetzt, der Pass war ja nun wirklich blöd und jetzt laufen wir wieder in den Konter. Ich fasse es, ja, und wenn man so die Befreiungsschläge macht, dann wird das natürlich auch nicht. So, letzten Minuten laufen langsam an. So, Baumjohann wird meiner Meinung nach gestoppt, sperren ohne Ball. Aber gut, wenn es der Schiedsrichter halt nicht so sieht, ne, kann man nichts machen. So, Vandenberg hat ihn jetzt mal gut gestoppt. James schlägt den Haken, gibt ihn in die Mitte auf Falcao. Nehmen wir schön den Ball ab. Den blocken wir langsam richtig gut ab. Aber jetzt ist die Zentrale offen. Und jetzt meiner Meinung nach Abseits, ja. Da stand er dann doch etwas zu sehr vorne. Ja, das hat man auch gesehen. Das hat die Abseitsfalle von Hertha gut zugeschnappt. Keine Gefahr. So, Ramos gewinnt den Kopfball nicht. Das ist extremst blöd. Aber Brooks ist da. Brooks ist da mit dem Kopf. Das gefällt mir. So, jetzt spielen wir ihn aus. Aber das muss nichts heißen. So, Vandenberg. Kluge auf Baumjohann. Wieder rübergelegt. Zigerzi kann in die Mitte spielen. Jetzt kann er schicken. Und jetzt. Oh Gott, war das ein schlechter Schuss. Okay, der geht auf meine Kappe. Da hätte er noch ein paar Meter gehen müssen. Ich dachte, der kommt schön so ins Eck reingedreht. Aber gut, hat an dieser Stelle mal nicht funktioniert. Das, ein bisschen schade. Aber kein Gegentor. Defensiv stehen wir ganz gut. Defensiv stehen wir ganz stabil, muss ich sagen. Nur im Mittelfeld, diese Ballverluste, die müssen wir unterbinden. Das geht über kurz oder lang nicht so weiter. So, jetzt mal Vandenberg. Vandenberg hat die Seite offen gemacht für Zigerzi. Der kann schicken auf Schulz. Schulz. Nee, schade. Vielleicht hätte er rein gedroppt werden können, dann noch vom Gegenspieler rein, sozusagen Eigentor. Hat an der Stelle nicht funktioniert. Schade. So, wir machen die Seite gut dicht. Aber da läuft jetzt jemand rein in den offenen Raum hinten. Das ist wieder nicht so gut. Aber wir kriegen den Ball. Und jetzt können wir schicken. Aber Ramos, den Ball nimmt er nicht gut an. Ramos kann den Ball nicht behaupten. Das ist blöd. So, und jetzt der Konter. Der ist gefährlich. Oh, können wir aber noch retten. Kann man noch gerade so verhindern. So, aber der Gegner kriegt jetzt wieder in der gefährlichen Zone den Ball. Das ist überhaupt nicht gut. Er legt ihn zurück auf Falcao. Falcao kann nichts draus machen. Schön. Wenn wir das in den Phasen noch unterdrücken können, dann ist das gut. Aber ein bisschen später werden diese Chancen dann extrem blöd für uns. So, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Zeit mir gelassen. Wollte dann noch ein bisschen die Hertha-Spieler von hinten kommen lassen. Sollte nicht sein heute. Heute leider nur 0-0. Ein paar Chancen hatten wir. Vorne mal das Ding zu machen. Aber hinten relativ wenig zugelassen, muss man auch mal so sagen. Haben meistern in der Verteidigung die Leute dann doch gestoppt. Und alles in allem muss ich sagen, verdient es unentschieden. Hätte auch 1-1 ausgehen können. Aber ich glaube, dafür haben die Chancen generell nicht gereicht. Auf beiden Seiten. Insofern könnte ich sagen, stabile Abwehr, Sturm noch nicht, Chancenauswertungs stabil genug. So. Ja, vielleicht stelle ich auch in der Formation im nächsten Spiel noch was um. Im nächsten Spiel geht es nämlich los.
Die Testspiele sind dann vorbei. Die Mannschaft muss sich jetzt gefunden haben. In der nächsten Partie geht's gegen Frankfurt. Entschuldigung, nicht gegen Freiburg. Frankfurt im ersten Bundesligaspiel. Da zählen die Punkte. Da zählt jeder einzelne Punkt, zählt da. So, dann simulieren wir nochmal schnell bis nach Frankfurt. Und wir haben zwei Nachrichten. Einmal die Pressekonferenz. Mr. Ranginor, die Medien... Achso, ja doch, stimmt. Die Medienvertreter haben sich im Presseraum versammelt. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen möchten. Grüße der Geschäftsführer. Dann nehmen wir doch mal an dieser Pressekonferenz teil, die von dem Spiel handelt gegen Eintracht Frankfurt. Unsere eigenen Spieler, die motivieren wir nochmal kurz vor dem Spiel. Halte ich für eine gute Idee. So, und Adrian Ramos schlägt was vor. Hallo Trainer, die bevorstehenden Partien ist ja wirklich wichtig für uns. Deshalb bin ich der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich anstelle von Wagner spielen würde. Ich hoffe, Sie stimmen mir dazu. Oh, Adrian wird aber ein bisschen aufmüpfig hier. Das gibt's ja wohl nicht. Will wohl anstelle von Wagner spielen. Ah, der kleine Schlawiner. Er wird schon sehen, was ich mir da einfallen lasse. Das werdet ihr auch sehen im nächsten Part. Falls ihr den nächsten Part sucht, guckt einfach mal auf meinem Kanal vorbei oder guckt oben in die Playlist. Die habe ich euch entweder im vorderen oder im hinteren Teil verlinkt. Klickt einfach drauf, dann verpasst ihr keinen Part dieses LPs mehr. In diesem Sinne würde ich sagen, tschüss und bis bald, euer Ranginor.